Rechte hat der Mensch? Über Rechte des Menschen oder die Rechtsstellung des Subjektes in philosophisch-politischer Hinsicht ist sehr viel diskutiert worden. Eine neue Facette der Diskussion wurde vom italienischen Philosophen Giorgio Agamben hineingebracht, indem er in seiner Studie mit dem Titel Homo Sacer antike, mittelalterliche bis neuzeitliche Entwicklungslinien entfesselter Gewalt und Entrechtung des Individuums beschrieben hat. Agamben geht in seiner Studie historisch sehr weit zurück. Er bewegt sich zurück in den Bereich des römischen Rechtes. Im römischen Recht gab es eine besondere Stellung des sogenannten Pater Familias, des Familienvaters. Der hatte das Recht, Kinder zu töten. Der Vater der Familie durfte seine Kinder töten. Das war festgelegt im römischen Recht im sogenannten Jus Vitae Nequisque. Das bedeutet das Recht auf Leben und Tod. Der Vater durfte also straffrei seinen Sohn töten. Ja. Ausgehend von dieser Form legitimer Tötung im römischen Recht findet Agamben im Zuge der Kulturgeschichte verschiedene Parallelen. Es gab zum Beispiel im kultischen Bereich, im rituellen Bereich verschiedener Kulturen und Religionen die Möglichkeit, Menschen legitim zu töten oder sie ihrer Rechte, ihrer Persönlichkeitsrechte zu berauben. Ja. Agamben führt hier eine Unterscheidung ein, die auf den antik-griechischen Sprachgebrauch zurückgeht. Er unterscheidet zwischen Bios und Zoe. Bios heißt das Leben. Wir kennen den Begriff aus Biologie, ja? Das ist das Leben in der elementaren, organischen, noch nicht durch Individuation gesteigerten, persönlich geprägten Form. Ja? Bios bedeutet in der griechischen Terminologie das Leben an sich, ja? Alles, was lebt, ja? Was Leben hat. Ja? Während Zoe spezifisch die menschliche, insbesondere die spezialisierte Sphäre des Lebens bezeichnet. Ja. Unter Zoe versteht man im griechischen Sprachgebrauch die Sphäre des Rechts, der Politik, der Geltung, basierend auf der Individualität des Menschen, des Bürgers. Ja. Bürgerliche Rechte oder Menschenrechte können nicht formuliert werden auf der Basis des reinen Lebens als reinem organischen, tatsachenhaften Vorhandensein, sondern Menschen- und Bürgerrechte werden formuliert auf der Basis, griechisch gesprochen, der Zoe, sprich der qualifizierten Existenz, der individualisierten Persönlichkeit. Ja. Im kultischen Bereich, argumentiert Agamben, geht es oft darum, eine Grenze zu ziehen zwischen dem Bios, dem reinen Leben, das allen Lebewesen zukommt, und der Zoe, dem qualifizierten Sein, dem Status als Rechtssubjekt. Ja. Die Menschen, die geopfert werden können, sei es der Sohn im römischen Recht, sei es die Helden und Opfer der griechischen Tragödie, sei es Praktiken im kultischen Bereich, die Agamben in verschiedenen Religionen sieht, alle Fälle von Opfer und legitimer Tötung sieht er nicht mehr im Bereich des qualifizierten persönlichen Lebens und somit der Sphäre der Bürger- und Menschenrechte angesiedelt, sondern im Bereich des bloßen Lebens, des bloßen Bios, der nicht individualisierten Existenz. Für Agamben ist es eine wichtige Argumentation zu sehen, wo genau die Zuordnung und Identifikation des Menschen mit dem reinen Leben geschieht. Denn die Identifikation des Menschen mit dem reinen Leben geht einher mit dem Verleugnen von qualitativen Eigenschaften, von Individuation und somit auch von individuellen Rechten und Persönlichkeitsfreiheiten. Ja? Überall dort, wo Menschen als entrechtet, mittelalterliche Diktion, als vogelfrei beschrieben werden, wo sie laut Agamben tötbar sind, sprich wo Gewalt bis hin zur Tötung legitimiert wird. Überall dort findet auch, zumindest sprachlich und in der Vorstellung, ein Prozess der Entindividualisierung statt. Ja. Für Agamben
ist es ein wichtiger Schlüssel der Moderne oder vielmehr der Postmoderne, dass es auch hier seiner Meinung nach Tendenzen gibt, den Menschen von dem bürgerlichen, individualisierten Status hin zu einem reinen Leben, einem reinen Lebewesen zu degradieren und ihm somit auch die Menschen- und Bürgerrechte abzusprechen. Ja, Agamben sieht in verschiedenen medizinethischen Diskussionen in der Gegenwart Parallelen zu dieser sogenannten Sazertät, das heißt der Opferbarkeit des Menschen, der insofern nicht mehr als individualisierte Verkörperung seines Seins angesehen wird, sondern nur noch als bloßes Leben, als bloße Masse. Solchen Bestrebungen entgegenzugehen, indem man sie aufdeckt, das ist für Agamben ein humanistischer und auch ein humanitärer Akt.